wenn wir ein Turnier starten, dann wollen wir das selbstverständlich gewinnen. Das ist die kurze Antwort. Okay. Wir gehen da mit absolutem Selbstvertrauen da rein. Das ist ein wichtiger Faktor, die Persönlichkeit. Ist es möglich, die Leistung abzurufen? Unter dem Heimdruck ist es möglich, diese Sachen, die wir uns vornehmen, einfach mit den Zuschauern, was die Jungs ja alle nicht so gewöhnt sind, so abzurufen, dass wir es darlegen können. Serkan, komm, such den Ball, jawohl. Realistisch betrachtet ist es einfach so, gibt es zwei Faktoren. Einmal hängt es natürlich gegnerorientiert von deren Zertifizierung und deren Spieler ab. Nur ich denke, wir haben jetzt letztes Jahr bei den Deutschen Meisterschaften in Duisburg schon bewiesen, dass wir die Gegner, gegen die wir spielen konnten, schlagen können und geschlagen haben. Letzten Endes der vierte Platz hat sich aus dem Modus ergeben, der da entwickelt worden ist, aufgrund der Zertifizierung, der Nicht-Zertifizierung der anderen Mannschaften. Und mit zwei unglücklichen Elfmeterschießen Niederlagen, sodass wir zwischen 1 und 4 uns da, faktisch sind wir Vierter geworden, aber zwischen 1 und 4 auf jeden Fall ansiedeln können. Zweite ist, dass wir uns auf unsere eigenen Stärken besinnen, definitiv. Das heißt, ganz banale Geschichten. Wir werden jetzt in der Vorbereitung uns auf ein kompaktes Abwehrverhalten konzentrieren. Das haben wir auch letztes Jahr gemacht, dass wir ganz wenig Gegentore bekommen haben und werden uns dann im Offensivspiel auf ein schnelles Angriffsspiel konzentrieren. Das werden wir auch nachher in der Trainingseinheit sehen. Und das heißt, dass es gerade für die geistig Behinderten eine Herausforderung ist, weil Taktik räumliches Verhalten bedeutet, wie müssen wir uns verhalten, wie können wir diese Sachen umsetzen. Und das werden wir angehen. Das haben wir letztes Jahr schon richtig hervorragend gemacht. Und allein diese Dinge, dass wir diese Sachen erarbeiten können, weil die Jungs mit einer absoluten Begeisterung, wirklich mit funkelnden Augen dastehen und auch stolz sind, für die Hessen-Auswahl spielen zu dürfen, können wir diese Sachen umsetzen und die Spieler erleben dieses Erfolgserlebnis, jetzt mal abgesehen schon mal von Sieg und Niederlage, in dem Abrufen dieser eigenen taktischen und technischen Möglichkeiten. Und das ist auch eine Sache, die unheimlich motiviert für mich als Trainer. Und die Spieler ja wirklich stolz sein lässt auf ihre eigene Leistung. Und die haben sie letztes Jahr abrufen können und da wollen wir natürlich dieses Jahr dran anknüpfen und weitermachen. Ich bin Dirk Hartmann und komme aus Knechtstein. Haben Sie schon Erfahrung mit deutscher Meisterschaft? Haben Sie schon mal teilgenommen? Oder ist das einmal, schon mal. Wie sieht das so aus? Wie ist die Stimmung da? Können Sie mal kurz so... Ja, gute Stimmung. Es ist gut da und das wird schon schön sein. Es kommt an, was die anderen für Mannschaften bringen. Das ist echt schwierig. Und mal gucken, wie weit wir kommen. Aber ich hoffe, dass wir bisschen fit sind und dass wir weit kommen. Wer ist so der schwerste Gegner? Ich nehme Bayern. Wird am schwersten. Ja, ich hoffe, dass alle am 11.14. viele zuschauen. Dann seid ihr alle herzlich eingeladen und hoffen, dass wir da eine gute Stimmung haben. So, ihr seht, wir sind am Anfang der Runde. Ja, genau. Nach der ersten Übung ist uns schon die Luft aus. Das heißt, es steht noch ein harter Weg bevor. Luft auch nicht. Wir haben Lust, wir sind motiviert. Den Weg gehen wir an.
Basistraining. Das darf man nicht vergessen. Das ist nicht so, dass das irgendwie ein abgespecktes Training ist oder sonst irgendwas. Wir machen gleiche Übungen, wie ich die auch mit meiner Regionalligamannschaft, der Frauen hier aus Wetzlar mache. Wir machen die vielleicht im Unterschied einfach mit ein bisschen mehr Geduld und langsamer. Aber der methodische Weg ist der gleiche, die Inhalte sind die gleichen. Und ich motiviere sie dann immer, dass wir auch wirklich spielen wollen. Ich habe ihnen das gesagt und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen groß an, aber dass wir wie Barcelona, Dortmund oder die Nationalmannschaft spielen wollen. Und das gibt den Jungs eine visuelle Vorstellung, weil diese Spiele schauen die ja auch an. Und das gibt ihnen eine Motivation, dahin zu arbeiten. Und wenn man ehrlich ist, natürlich jetzt nicht auf dem praktischen Niveau, aber wir haben wirklich sehr viele Dinge umgesetzt und die werden wir auch wieder angehen. Gerade solche Dinge wie die Position besetzen, in der Tiefe und der Breite, so ein Umschalten, dass wir das wirklich schnell versuchen. Das machen die anderen, das ist genau das Gleiche, wie das große Mannschaften machen. Und dementsprechend dürfen wir eins nicht vergessen am Schluss, dass wir Tore schießen. Und dann schauen wir mal, was sich daraus ergibt. Trainer, servus. Servus. Ist der jetzt schon nass? Ja, nass geschwitzt. Jeden Wetter. Schnee, Eis, Sonne, Hitze, Kälte, Regen. Absolut top vorbereitet. So, dadurch, dass ihr warm seid, gehen wir direkt in die Spielform. Und zwar sieht die folgendermaßen aus. Dieser Steilpass in die Tiefe, schneller Pass in die Tiefe, was Dortmund macht, was die Nationalmannschaft macht, was wir machen werden. Schneller Pass in die Tiefe und dann nachrücken. Das Kombinationsspiel. Vom Kombinationsspiel können wir das nachher noch... du bist gelb. So, du bist rot. Das Kombinationsspiel im Angriffsverhalten. Es wird eine Übung geben, die ganz grob skizziert so aussieht, dass wir zwischen Strafraum und Mittellinie spielen werden. Und wir werden dann auf vier, also jeweils zwei Tore spielen, zwei Hütchentore, dass wir im Kombinationsspiel, je nachdem wie wir jetzt tatsächlich anwesend sind, 7 gegen 7 oder 8 gegen 8, dass wir kombinieren, aber dass wir durch diese beiden Hütchentore am Strafraum und an der Mittellinie ein schnelles Erkennen, schulen wollen für diesen, der Jogi Löw sagt immer Vertikalpass, der Pass in die Tiefe, dass wir das wirklich, wir trainieren das und wir werden das hoffentlich sehen. Dass wir nicht nur einfach kicken und einfach nur spielen und den Ball von Spieler zu Spieler passen, sondern dass wir sagen, okay, wir passen, aber unser Ziel ist es, dass wir den schnellstmöglichen Weg in die Tiefe schaffen. Und wenn man diese Sachen im Training verinnerlicht und veranschaulicht und ein Bewusstsein dafür entwickelt, dann wird es danach im Spiel, in der Umsetzung halt sein, dass man dann natürlich situativ entscheiden muss, okay, ist dieser Pass möglich oder nicht. Aber das werden wir auf jeden Fall so angehen und werden mal versuchen, wie das aussieht. Und wie gesagt, das ist die gleiche Übung, die ich auch mit meiner Frauen-Regionalliga-Mannschaft mache. Ich kann Ihnen garantieren, das hat am Sonntag uns Erfolg beschert, wenn man so einen Spielzug drin hat, weil wir müssen wollen eine ganz klare Abgrenzung haben, dass wir nicht nur einfach kicken oder einen Ball irgendwo weghauen und so irgendwie ein Zuschuss vorgibt, sondern wir haben den absoluten Anspruch, dass wir auch Tore spielerisch herausspielen können, um uns abzugrenzen für die einfach nur einen Ball irgendwo hinhauen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Und ihr bleibt im Ballbesitz, also rot bleibt dann im Ballbesitz. Spiel mich mal an. Also wenn ich ihn anspiele, sieht es so aus, ich sehe die Situation, er ist frei. Geh raus! Nicht zu mir! Jawohl, und dann geht's weiter. Zack, und jetzt pass auf. Und jetzt wäre optimal hinten rum, Seitenwechsel auf die Seite. Laufen! Knapp, komm. Weiter! Gut an! Jawohl, guter Ball! Nach
So, dann Ball. Und dann startet er von hinten raus und immer in Fuß spielen. Keine Risikopässe, erstmal in Fuß spielen. Sieht drauf, okay? Sieht drauf. Und wieder anbieten. Spielen, Pap. Also, was hast du? Zwei Ballkontakte. Eine Mitlaufer da. Okay, ja, und die Gelben. Hey. Jawohl, durchspielen. Nicht nur weghauen, sauber in Fuß spielen. Immer nur in Fuß, oder? Jawohl. Und die Gelben, komm. Da, hier, komm raus. Er ist aber schneller als ich. Annehmen und ihr spielen. Komm. Das ist alles noch eingerostet vom Winter. Jawohl. Und zack. Durchspielen. Jawohl. Sehr gut. Und nach vorne wieder. Nach vorne. Spielen. Hey. Mannschaft, helf mir. Nein. Ich kann bewegen, nicht stehen bleiben. Jawohl, sehr guter Ball. Ja, schade. Die Roten bleiben im Ballbesitz. Und komm. Jawohl, und hinten rum. Ball flach halten. Und in die Mitte spielen, drehen. Okay, wieder ruhig und spielen. Jawohl, so sieht's gut aus. Und die Roten, komm. Jawohl, dreh dich, jawohl. Jawohl, perfekt, da war ein richtig guter. Und im Ballbesitz bleiben, weiter geht's, Rot. Nicht aufhören, nicht abschalten, komm. Und Seitenwechsel. Seitenwechsel, achtet drauf. Jawohl, auch guter Ball. Sehr gut.